Es wird flauschig in MyFreeFarm. Schau rein und erfahr alles zum neuen Angora-Kaninchen. Hallo Leute, es gibt ein großes MyFreeFarm-Update. Heute zieht das Angora-Kaninchen auf eure Farmen ein. Ab Level 37 könnt ihr den Kaninchenstall auf ein freies Feld bauen. Euer erstes Kaninchen sitzt da dann auch schon drin. Angora-Kaninchen essen am liebsten Kohlrabi und Löwenzahn. Den Kaninchenstall könnt ihr ausbauen, sodass ihr bis zu 5 Stück von den kleinen Tierchen unterbringt. Neue Hasen gibt es wie die anderen Tiere auch beim Viehhändler in Kleinmuhstein. Wenn die Angora-Kaninchen gefüttert wurden, fangen sie an, Angora-Wolle zu produzieren. Diese Wolle lässt sich auch weiterverarbeiten. In der Wollspinnerei könnt ihr jetzt neben der normalen Schafswolle auch die Angora-Wolle zu Wollknäueln weiterverarbeiten. Angora-Wolle und Wollknäuel sind natürlich wertvoller als die entsprechenden Schafprodukte. Die beiden neuen Angora-Produkte werden von den Farmis nachgefragt und auch Pepe der Sammler möchte jetzt von euch mit den weichen Waren beliefert werden. Außerdem könnt ihr euch jetzt einen neuen Bauplatz auf der vierten Farm freispielen, euch den Goldesel Waldraut und den Ertragsbonustraktor holen und Geschenke serverübergreifend verschicken. Also probiert doch einfach alles mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Update und den Angora-Kaninchen. Macht's gut, ciao! Es gibt noch andere MyFreeFarm-Videos. Klick auf das Bild und schau sie dir alle an. Du kannst auch den Screencast abonnieren und so keine neuen Videos mehr verpassen.